Hallo und herzlich willkommen zu A wie Angriff, dem Sporttalk hier bei MeinTV. Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu und deswegen haben wir gedacht, heute ist die letzte Sendung, machen wir doch mal einen Rückblick, was war in den letzten 12 Monaten bei uns in der Region sportlich so los. Ganz klar, der Tiefpunkt, der Abstieg, der Zwangsabstieg des TV Großwallstadt in die dritte Handballliga, aber auch der Höhepunkt, der Wiederaufstieg von Viktoria Aschaffenburg in die Fußballregionalliga. Was ist seitdem im Handball und im Fußball, aber auch generell bei uns im Sport passiert, darüber möchte ich heute sprechen mit zwei echten Legenden des Sports aus unserer Region. Herzlich willkommen Josef Karrer, TVG-Legende, und Viktoria-Urgestein Kurt Rödel. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Danke. Herr Rödel, ja. Viktoria ist jetzt in den letzten Wochen wieder ganz schön in den Schlagzeilen in Sachen Trainerfrage. Erst die Entlassung von Slobodan Komjenovic, dann Rudi Bommer als Interimslösung und jetzt sucht man nach einem neuen Trainer. Es gibt da einige Gerüchte, wird ganz schön turbulent so zum Jahresende. Wie sehen Sie das? Ja, das stimmt so. Also es gibt viele Gerüchte, aber ich war die letzte Woche mit meinem Freund Felix Magath, haben zusammen Fußball gespielt bei Viktoria. Und allerdings privat sind wir, haben natürlich auch dann gefragt, ob er, wenn er Viktoria trainiert, werde ich Präsident. Ich warte noch auf seine Antwort. Ja. Das heißt, Sie können uns da heute noch keine Antwort geben? Nein, ich kann noch nichts Näheres sagen, aber er hat gesagt, er ruft mich an. Na, dann hoffen wir mal. Wenn das mit Japan nicht klappt oder so, ich weiß ja nicht. Ja, ich weiß nicht. Die Hinrunde ist jetzt beendet. Die Viktoria steht auf dem 14. Tabellenplatz. Sind Sie denn damit zufrieden oder hat man sich das so nach dem Wiederaufstieg so vorgestellt? Ja, also ich bin schon zufrieden. Wichtig ist, dass der Abstieg verhindert wird, dass man in der Klasse bleibt. Das ist immer, wenn man aufsteigt, die erste, ist dann, wo man sagt, Klassenerhalt, Ziel Nummer 1. Und da muss ich sagen, dass eben wie Peter Lehr und Holger Stenger, die mit ihren Möglichkeiten, die sie haben, hervorragende Arbeit leisten und man soll sie mit Ruhe arbeiten lassen und da klappt es auch. Damit wir uns noch mal ein bisschen an den Aufstieg oder an die Bilder von damals erinnern können, haben wir einen kleinen Einspieler vorbereitet, um so ein bisschen einen Rückblick zu geben. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal an, vom 18. Mai, wie damals Viktoria Aschaffenburg im Derby bei Alemannia Haibach den Aufstieg perfekt gemacht hat. So sehen Meister aus. Viktoria Aschaffenburg hat sich einen Spieltag vor Schluss den Titel in der Bayernliga Nord gesichert. Und das im Auswärtsderby bei Alemannia Haibach. Viktorias Florian Pieper sorgte mit einem Doppelschlag in der Schlussviertelstunde für den 2:0 Endstand. Das bedeutet, nach nur einem Jahr kehrt die Viktoria zurück in die Regionalliga Bayern. Wie die Jungs einfach drauf sind, das ist einfach nur, das war von Anfang an klar für uns alle und das ist, aber dass das so ausgeht, dieses Finish, das ist unbeschreiblich, ich habe da keine Worte für. Die Alemannia hatte sich redlich bemüht, der Viktoria das Leben schwer zu machen. Die größte Chance hatte nach ein paar Minuten Damien Letelier per Kopf, doch knapp daneben. In der 19. Minute dann hatte Chmiljanovic die Haibacher Führung auf dem Fuß, doch ebenfalls daneben. In der zweiten Halbzeit hatte die Viktoria dann das Spiel im Griff. Und dann in der 81. Minute wird Florian Pieper steil geschickt und das ist der Treffer zur Meisterschaft. Das 1:0 für die Viktoria und die Endstation aller Sehnsüchte und Träume. In der 90. Minute gab es dann noch einen obendrauf. Giulio Fiodelisi zündet seinen Turbo. Der Pass in die Mitte eigentlich zum falschen Mann, doch der Ball landet bei Pieper. Ab durch die Beine von Alemannenkeeper Emmel. 2:0 für Aschaffenburg. Und kurz darauf war auch Schluss. Die Viktoria beendet eine Saison der Superlative. In diesem Jahr 11 Siege in 11 Ligaspielen. Dazu den besten Sturm der Liga, die meisten Zuschauer, mit Daniele Toch den Topscorer der Liga und mit Slobodan Komjenovic auch einen Trainer, der im entscheidenden Moment, als es nicht so gut lief, reagierte. Ja, ich habe ja am Anfang der Saison gesagt und dann zur Winterpause, dass die Mannschaft sehr schnell auffasst und wissgebildet ist und sehr gerne vorankommt. Und die haben das ja gezeigt. Dann bis zum Winter haben wir hinten ein bisschen gewackelt, dann haben wir ein bisschen umgestellt, alles kapiert und wir haben sehr viel stabiler gestanden. Der Mann hinter den Kulissen, Holger Stenger, stand heute ungewohnt häufig im Mittelpunkt. Seit er zusammen mit Peter Löhr und Marion Münz die Viktoria führt, ist Ruhe bei der einstigen Diva vom Untermain eingekehrt. Herr Rödel, wenn Sie diese Bilder sehen, weckt das Erinnerungen? Selbstverständlich. Also Aufstieg war, ich sage Pflicht.
für die Viktoria. Und dann haben sie auch verdient aufgestiegen. Sie haben 11 Spiele hintereinander nicht verloren oder gesiegt sogar. Sie haben den Torschützenkönig gestellt. Sie haben eine prima Kameradschaft gehabt. Und ja, ich bin sehr zufrieden mit der letzten Runde. In dem Beitrag heißt es auch, dass durch Holger Stenger und die neue Führung, Peter Löhr, Sie haben es schon angesprochen, so ein bisschen auch die Viktoria so ein bisschen Ruhe gefunden hat. Da ist so ein bisschen Ruhe reingekommen und ein bisschen gefestigt. Würden Sie das so unterschreiben? Ja, ich würde auch sagen, ich bin ja immer froh, obwohl Sie mich auch schon oft genug angesprochen haben, dass Aschaffenburger wie Peter Löhr, Holger Stenger, wir sind Aschaffenburger, sagen wir. Und wir sind Viktorianer und wenn so Leute da mitwirken, ist das immer schon der Peter als Fußballer, Bundesligaspieler und Holger ist eine Persönlichkeit in Aschaffenburg und das passt. Wie würden Sie denn den bisherigen Verlauf der Hinrunde bewerten? Ja, wir sind jetzt so genau in der Halbzeit, wir hatten diesen Trainerwechsel zwischendrin, aber so insgesamt, wie analysieren Sie das? Ja, ich sehe so, dass die Mannschaft stabiler werden muss, dass verschiedene Spiele, die verloren gegangen sind, gerade zu Hause, hätte man vielleicht ein bisschen, ja, aber ist von außen immer leichter zu sagen. Der Trainer stellt die Mannschaft und ich bin trotzdem, glaube ich, dass ich den Klassenerhalt schaffe. Das heißt, insgesamt sind Sie schon zufrieden? Ja, ich glaube, dass, also für mich wichtig ist der Klassenerhalt und jetzt kommt ein neuer Trainer, obwohl ich immer sage, es liegt nie am Trainer. Es liegt an der Mannschaft, wenn sie will und dann, ja, so ist es. War denn 2015 ein erfolgreiches Jahr für Viktoria Aschaffenburg? Wie würden Sie das bewerten? Es war schon ein erfolgreiches Jahr, weil der Aufstieg ist immer egal, in was für Klasse das spielt. Ein Aufstieg ist, gibt immer Aufschwung. Es gibt ja viele junge Leute, die wollen dann zum Aufsteiger oder die Jugendarbeit ist ja auch, die U19 hat jetzt, glaube ich, 4, 5 Spiele ineinander gewonnen, haben einen Mittelplatz gemacht. Das hängt ja alles mit zusammen mit der ersten Mannschaft. Ich meine, Nummer 1 die erste Mannschaft. Aber wenn die führend ist, sieht man bei vielen anderen Vereinen, dann geht es in der Jugend auch aufwärts. Sehr gut. Liebe Zuschauer, wir müssen eine ganz kurze Pause machen, sind gleich wieder da und sprechen dann weiter über sportliche Erfolge im Jahr 2015. Wir haben Wohnaccessoires für jedes Zuhause. Sie suchen ausgefallene und individuelle Wohndekoration, besondere Geschenke und dies alles in entspannter Atmosphäre? Dann kommen Sie zu uns ins Freudenhaus. Lassen Sie sich inspirieren von einem Ort, an dem man sich wohlfühlt. Das Freudenhaus in Aschaffenburg. Otter kommt mit Schnee klar. Otter kommt mit Wasser klar. Otter kommt mit Wind klar. Deswegen ein Dach vom Profi. Otterbedachung. Ob Schiefer, Tonziegel, Flach, Metalldach oder Betondachsteine. Die Qualität und Langlebigkeit der Dächer steht bei uns im Vordergrund. Otterbedachung. Der richtige Partner für Dachdecker und Spenglerarbeiten. Dem jungen Glück, der ganzen Familie, ob zum Kauf oder zur Miete. Wir helfen Ihnen, dass Ihr Traum von dem passenden Heim Wirklichkeit wird. Willkommen zu Hause. Finden Sie mit uns die richtige Immobilie. Gödert Immobilien. Seit 45 Jahren eine erste Adresse, wenn es um Immobilien geht. Direkt gegenüber Aschaffenburger Hauptbahnhof und in allen Geschäftsstellen der Raiffeisenbank Aschaffenburg. Ein Jahr Küchenwelt Schmidtmeier in Aschaffenburg. Traumhafte Gerichte. Ein Fest für die Sinne. Zaubern Sie Ihr Lieblingsmenü in einer Traumküche von Küchenwelt Schmidtmeier. Dampfgarer, Backofen, Einbauherd, ob modern oder rustikal, das Design und die Ausstattung bestimmen Sie. Küchenwelt Schmidtmeier, nicht nur in Aschaffenburg, auch in Schöllkrippen und Bad Sodensalmünster. Küchenwelt Schmidtmeier in Aschaffenburg, jahrzehntelange Küchenkompetenz. Küchenwelt Schmidtmeier. Da sind wir wieder bei AWI Angriff. Heute die letzte Sendung für 2015. Das heißt, wir blicken zurück auf die sportlichen Ereignisse in diesem Jahr. Und dazu gehört leider auch der Zwangsabstieg von TV Großwallstadt in die dritte Handballliga. Herr Karrer, Sie haben vorhin schon gesagt, wenn Sie dran denken, dass da schießt immer noch die ein oder andere Träne in die Augen. Wie ging es Ihnen denn da? Ja, da haben Sie recht. Das war eine Angelegenheit, die möchte ich nicht das zweite Mal mitmachen.
Das war für mich persönlich, ich habe erst gemeint, mein Herz steht still, als es wirklich so weit war. Und es war keine gute Situation für mich, es war keine gute Situation für den TVG und es war auch keine gute Situation für die ganze Handballregion. Wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass eben dieser Abstieg, dieser Zwangsabstieg nicht mehr verhindert werden konnte? Es war ja so, dass die Lizenz für die zweite Liga nicht mehr gegeben war. Ja, wenn ich das alles wüsste, dann wird es mir vielleicht leichter fallen, darüber zu reden. Aber es ist so, dass der TVG meines Erachtens eine falsche Personalpolitik betrieben hat mit Spielern und Trainern. Die sind Leute geholt worden, die also nicht mal für die zweite Mannschaft tauglich waren. Und die sollten für die erste Mannschaft spielen, haben das große Geld eingesteckt. Und das war meines Erachtens eine ganz tolle Fehlentscheidung. Es waren mehrere Trainer da, die da waren. Eine musste dann gehen, die anderen haben nichts gebracht. Und das war meines Erachtens der größte Fehler, den der TVG gemacht hat. Aber noch ein größerer Fehler war jetzt nicht aus der zweiten Bundesliga, sondern als sie aus der ersten Bundesliga abgestiegen sind. Und jeder hat gemeint, sie müssten gleich wieder aufstehen. Hätten die damals mit der jungen Mannschaft, wie sie jetzt steht, angefangen zu spielen, ich glaube, dann hätten sie auch mehrere Sponsoren halten können. Dass die hätten meines Erachtens gesagt, gut, wenn der Verein dies vorhat, wir wollen den TVG unterstützen. Der TVG ist das Aushängeschild des Untermains, kann man sagen. Und da wären die Sponsoren auch da dabei geblieben und man hätte junge Leute ranziehen können, die heute vielleicht einmal um den zweiten Bundesliga-Aufstieg spielen könnten. Aber so war es so, dass die jetzige Mannschaft, die ist also 8 Tage vor Rundebeginn, war noch keine Mannschaft da gestanden. Man wusste nicht, wer spielt. Der Heiko als Trainer stand noch nicht fest. Es ist alles erst so kurzfristig entschieden worden. Und da war meines Erachtens der größte Fehler gemacht worden. Der mir heute noch im Herz sehr, sehr wehtut. Wir haben die Ereignisse natürlich von MeinTV auch mitverfolgt. Und damit Sie, liebe Zuschauer, sich noch mal ein bisschen miterinnern können an diese traurige Zeit, zeigen wir Ihnen jetzt noch mal den Beitrag von damals, den 30. Mai, vom letzten Heimspiel des TVGs in der zweiten Handball-Bundesliga. Das Spiel ist aus. Der TV Großwallstadt hat sein letztes Heimspiel der Saison zwar mit 23-21 gegen den VfL Bad Schwartau gewonnen. Die Spieler bedanken sich bei den Fans und die Fans bei den Spielern. Ein Schulterschluss in schweren Zeiten. Doch die Freude über die hart erkämpften 2 Punkte ist gehemmt. Das Ergebnis ist eigentlich Nebensache, denn die aktuellen Querelen im Verein überschatten an diesem Abend alles. Unter der Woche war klar, der TVG akzeptiert den Lizenzentzug und wird vermutlich in der dritten Liga antreten. Die Fans sind traurig, aber auch enttäuscht von den Verantwortlichen. Meine Gefühlslage ist seit letzter Woche in Emstetten sehr traurig. Wir waren in Emstetten, meine Freundin und ich, und wir haben Rotz und Wasser geweint. Von Spielanfang bis Spielende und haben nach Spielende mit der gesamten Mannschaft am Spielfeld gestanden und haben geheult samt Trainer. Für die Spieler ist die aktuelle Situation auch alles andere als einfach. Man ist erstmal traurig, wie es halt hier passiert ist. Und ja, irgendwo muss man dann trotzdem noch ernst bleiben, wenn man spielt, weil es ja dein Job. Es ist jetzt natürlich so, dass keiner so richtig weiß, wie es weitergeht. Und dass natürlich da auch der weitere Werdegang einfach irgendwo auch dran geknüpft ist, von ganz vielen Zufällen abhängig zu sein. Nachdem der TVG jetzt Insolvenz angemeldet hat, gehen die Verantwortlichen aber davon aus, dass es zumindest bei der dritten Liga bleibt und der TVG nicht noch tiefer fällt. Also wir treten ganz normal in der dritten Liga an, weil wir ja nicht in die dritte Liga gehen aufgrund einer Insolvenz, sondern wir sind ja in die dritte Liga abgestiegen durch die Lizenzverweigerung und nicht durch die Insolvenz. Vor dem Anpfiff wurden bereits Spieler verabschiedet. Miloš Putera wechselt zum Bundesliga-Aufsteiger Leipzig, Gil Pomeranz nach Israel und Kreisläufertalent Jannik Kohlbacher in die Bundesliga zur HSG Wetzlar. Auch Ugo Lopez und Ren Pomeranz verlassen die Welschter. Von weiteren Abgängen ist auszugehen. Wenn die schlimmsten Befürchtungen wahr werden, dann gehen beim TVG die Lichter aus. Bei allem Respekt vor den zukünftigen Gegnern. 6 Meisterschaften, 4 deutsche Pokalsiege und 4 Europapokalsiege fahren dann über die Dörfer. Die Region verliert dann sein ehemaliges sportliches Aushängeschild. Von Handball in der ersten Bundesliga wird beim TV Großwallstadt so schnell keiner mehr sprechen. Herr Karrer, der Neustart in die dritte Liga war ein bisschen holprig. Sie haben es gerade schon angesprochen, die Mannschaft stand erst kurz vor Rundenbeginn. Wie haben Sie die Spiele damals erlebt, die ersten Spiele in der dritten Liga?
Also begeistert war ich von den jungen Spielern, die mit welcher Begeisterung die gespielt haben. Das ist eine Mannschaft, die neu zusammengewürfelt ist. Die haben nie zusammengespielt. Es ist nicht einmal zwei Personen haben zusammengespielt. Und dann 8 Tage später ein Verbandsspiel zu machen, ein schweres Verbandsspiel auch noch. Aber ich muss immer wieder die jungen Leute, ich muss die bewundern, wie die sich einsetzen und kämpfen bis zum Schluss, bis das Spiel zu Ende ist. Diese haben leider Gottes sind sie also für die Auswärtsspiele noch nicht stark genug. Da fehlen einfach den jungen Leuten noch die Nerven. Und die Heimspiele, die sie machen, da haben sie das Publikum hinter dran. Und da bin ich der Meinung, dass sie also wirklich bis jetzt sehr, sehr gute Spiele gemacht haben. Wir hatten dann, oder der TVG hatte dann kurz nach Rundenbeginn nochmal direkt einen Einschnitt. Mike Hanschke, der eigentlich zugesagt hatte, auch für die dritte Liga, ist dann gegangen. War das vielleicht im Nachhinein der richtige Schritt? Sie haben ja auch die jungen Spieler angesprochen. Jetzt ist Ihr Sohn Heiko Karrer am Werk. Der ist bekannt für die Arbeit mit jungen Spielern. Wie bewerten Sie das? Also ich muss sagen, der Schritt war richtig, aber zu spät. Okay. Der hätte eher kommen müssen. Denn ich meine, der Heiko, der war ja beim DHB als Jugendtrainer, beim Jugendtrainer mit dabei. Und der hat die jungen Leute erstens gekannt. Und der Hanschke, ja gut, der Hanschke hat nicht einmal erst zugesagt, das heißt, der TVG hat dem Hanschke zugesagt, dass er Trainer bleibt. Soweit ich weiß, so aus meiner Erfahrung, hat der TVG ihm versprochen, weiterhin auch in der Klasse, in der dritten Liga Trainer zu bleiben. Und was dann passiert ist eigentlich, das kann ich gar nicht sagen, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich war mit meiner Frau im Urlaub und dann ruft mich der Heiger und sagte, du Papa, ich werde Trainer beim TVG. Es ging also so überraschend schnell, dass der Heiger nicht wusste, wo er dran ist, ich wusste nicht. Und viele wussten nicht, wo sie überhaupt dran sind. Würden Sie denn sagen, auch durch Ihren Sohn und dadurch, dass der Verein jetzt wieder vermehrt auf junge Spieler baut, dass sich auch so ein bisschen die Philosophie beim TVG geändert hat? Ja, das glaube ich schon. Ich meine, wenn ein Verein auf junge Spieler greift oder auf die jungen Spieler zugeht, den jungen Spieler in eine Mannschaft ziehen will, und dann verändert sich sowieso die Situation. Erstens schon mal die finanzielle Situation, die ist anders. Es sind vielleicht 2, 3 Spieler da, die etwas mehr kommen als die jungen Spieler. Aber ich sage immer, solange die sich untereinander gut verstehen, und dann ist die Sache in Ordnung. Und man weiß auch, man soll auch die Leistung eines sehr guten Spielers, den haben wir ja unter dem Flo, das muss man also sagen. Florian Eisenträger meinen Sie? Ja, bei uns ist es der Flo. Der Flo wohnt nämlich bei uns im Haus. Das ist natürlich so, dass so ein Mann etwas mehr bekommt als die anderen. Das ist das selbstverständlich. Und es gehört ihm auch mehr für seinen Verdienst, den er hat. Sehr gut. Also wir halten fest, das war auf jeden Fall der sportliche Tiefpunkt für unsere Region. Aber der Blick richtet sich nach oben. Wir schauen mal nach der Pause, wie es in Zukunft für den TV Großwaldstadt und Viktoria Aschaffenburg weitergeht. Bleiben Sie dran. Mein Name ist Klaus Hickisch. Ich bin Inhaber der Firma Zweiradheg. Unser Geschäft besteht seit 1925 in Aschaffenburg. Bei dieser Aktion Lass den Klick in deiner Stadt ist für mich wichtig, dass ich also Kunden wieder zurückgewinne, die viel Zubehör mittlerweile im Internet bestellen. Wir haben ein sehr beratungsintensives Geschäft, das heißt, jeder Kunde muss individuell beraten werden. Es ist wie beim Kauf von neuen Schuhen, ein Fahrrad muss genau passen. Der Kunde muss eine Probefahrt machen, dann können wir sehen, ob es genau zu ihm passt und ob er auch das Richtige kauft. Lass den Klick in deiner Stadt. Eine Initiative von MeinTV aus Leidenschaft für unsere Region. Mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau. 85 Jahre Möbelzentrum Spessart. So glücklich waren wir nach einem Möbelkauf noch nie. Möbelzentrum Spessart. Es war so einfach. Wir sind einfach zum Möbelzentrum Spessart gefahren und hatten die ganze Welt des Wohnens vor uns. Es war so entspannt. Fachkundige Beratung. So viele Einrichtungsideen. Schauen auch Sie vorbei, um Ihr Zuhause aufzumöbeln. 85 Jahre Möbelzentrum Spessart in Schöllkrippen-Schneppenbach. Die erste Adresse, wenn es um perfektes Einrichten geht. Horch, was kommt von drinnen raus? Die Sprache, ein wertvolles Gut. Mit den richtigen Worten können Sie viel bewegen. Die Sprachcode-Akademie sensibilisiert Sie für die Kommunikation in Ihrem Beruf, beim Austausch in Netzwerken oder in Privatgesprächen. Bei der Sprachcode-Akademie wird zu Ihrer beruflichen Gesprächskompetenz auch Ihre persönliche Entwicklung gesteigert. Selbstsicher und entspannter.
Sprachgutakademie in Niedernberg. Bei mir lernen Sie zu hören, was Sie sagen. Mit 40 Jahren Erfahrung in der Altenpflege wissen wir, worauf es ankommt. Entscheidungen selbst treffen, die Autonomie behalten, seine Fähigkeiten bewahren. Sie bestimmen über sich selbst. Wir geben nur die begleitende Unterstützung, die Sie brauchen. Eigenständig leben im Alter in der Main-Residenz in Stockstadt. Wir sind für die Menschen da. Ein Meister für alle Fälle. Lackierarbeiten, Unfallinstandsetzung, Achsvermessung, Reifenservice, Inspektion und Wartung. Maifahrt in Kleinheubach, Ihr Kfz-Meisterbetrieb für alle Fahrzeugfabrikate. Der perfekte Start in Ihren Sonntag. Mit Prima Sonntag. Prima Sonntag, denn am siebten Tage sollst du lesen. Da sind wir wieder bei AWI Angriff, heute mit dem Sportrückblick 2015. Herr Rödel, Ihnen gehört das Bistro in der FAN Frankenstolz Arena. Das war sozusagen das zweite Zuhause des TV Großwaldstadt jahrelang. Sie waren sozusagen auch fast immer mit dabei. Richtig. Jetzt spielen die Jungs in Elsenfeld. Waren Sie denn schon mal dabei? Waren Sie schon mal dort in der Sparkassenarena? Ich war in Elsenfeld wie noch Pokalspiele dort. Da hatten wir die Verbandsspiele hat man in der Unterfanghalle ausgetragen, also FAN Arena. Und die Pokalspiele in Elsenfeld, da war ich mal in Elsenfeld. Aber jetzt momentan habe ich von der TVG keine Spiel gesehen. Blutet Ihnen denn da auch so ein bisschen das Herz, wenn Sie eben jahrelang so mit dabei waren und jedes Spiel auch so mitverfolgt haben? Ja, das ist schon gewaltig, wenn man sieht, dass wie Europameister, Weltmeister in der Halle gespielt haben, also Sportler. Weltklasse-Sportler und dann auf einmal ist es nicht mehr da. Aber man kennt es ja von jetzt die Ringer von Goldbach, was waren da für Kämpfe drüben in der Halle, also wenn ich jetzt über die Halle spreche. Oder damals die Damen-Basketball, die haben ja Europapokal gespielt und dann auf einmal wird es immer leerer. Ne? Dann kommen nur noch einzelne Veranstaltungen, Konzertveranstaltungen wie Bühnel Czernay oder Peter Maffay oder so. Ne? Mhm. Oder jetzt Buhe demnächst. Ne? Herr Karrer, der Zwangsabstieg bedeutet für die Fans, dass es auch insgesamt, glaube ich, 7 Derbys in der ganzen Saison gibt. Wir haben sehr viele regionale Teams hier, die in der dritten Liga spielen. Macht das vielleicht den Handball hier so ein bisschen attraktiver auch? Ja, es wäre höchste Zeit, dass der Handball hier wieder etwas attraktiver wird. Und ich bin auch der Meinung, dass gerade durch diese Derbys, die doch einige Zuschauer selbst mitbringen, dass es wieder interessanter wird. Auch selbst die Umstellung, wieder in Elsenfeld zu gehen, die Sparkassenarena. Ich habe schon so viele Leute getroffen, die jetzt wieder zum Handball gehen, die damals nach Aschaffenburg nicht gefahren sind. Weil sie damals das war eine krumme Sache, muss man wirklich sagen, die damals gedreht worden ist. Erst wurde die Sparkassenarena erweitert für den TVG und dann plötzlich über Nacht sagt man geht nach Aschaffenburg. Ich habe nichts gegen die Aschaffenburger Halle und auch nicht gegen die Aschaffenburger Zuschauer. Aber wie das gemacht worden ist damals, Kudi hat es ja schon gesagt, dass dann einige Pokalspiele dann in Elsenfeld waren, da wollte sie wieder ein bisschen etwas gerade vor Recht ergehen lassen und ich fand es also nicht so ganz gut, was da passiert ist. Das heißt, Sie würden sagen, es ist jetzt so ein kleiner positiver Aspekt dieses Abstiegs, dass der Großwaldstadt so ein bisschen vielleicht nach Hause geht oder nach Hause kommt? Ja, so sollte man das sollte man das tun. Dass die eigentliche Großwaldstadt, dass die Vereine in Großwaldstadt, dass die wieder zum TV finden, dass die nach Elsenfeld zum Handballspiel gehen. Und das will man ja. Und dann kommen auch wieder die nähere Umgebung. Jetzt kommen junge Spieler, die dann gerne in Großwaldstadt spielen und so weiter. Das sollte meines Erachtens vorrangig sein.
Wir haben ja jetzt nicht nur den TV Großwallstadt hier in der dritten Handballliga, sondern wir haben auch umliegend ganz viele andere Vereine, Gelnhausen, aber auch zum Beispiel Kirchzell, Groß-Umstadt. Was hat dieser Abstieg auch gerade für diese Vereine bedeutet? Weil ich glaube, da hängt ja auch viel hinten dran. Gerade Kirchzell kämpft jetzt ganz schön. Ja, ich glaube, im Allgemeinen ist es also für die ganze Handballregion, nicht nur für die Handballregion, auch für alle Sportarten, egal was es ist, wenn man jetzt wieder Membris Kenishofen, die kommen dies so auch nicht so in Tritt. Das ist also nicht sehr gut. Ist denn trotzdem der Bayerische Untermain noch eine Handball-Hochburg? Das kann man im Moment nicht sagen. Das kommt vielleicht wieder mal in 2-3 Jahren. Da kann man dem Vorstand vom TVG nur wünschen, dass sie nicht zu überreagieren, dass sie also sagen, gut, wir wollen diese Runde erhalten. Nächstes Jahr wollen wir aufsteigen. Das ist einfach zu früh für die jungen Leute. Da ist noch keine Konstante in der Mannschaft, vor allen Dingen bei Auswärtsspielen, weil sie eben zu jung sind und sie sind eben noch zu leichtsinnig. Der jugendliche Leichtsinn spielt noch ein großer Aspekt mit dabei. Das sind ähnliche Probleme, die letztendlich auch Viktoria Aschaffenburg hat, Herr Rödel. Also ich sage nur Stichwort Fahrstuhlmannschaft. Aufstieg, Abstieg, Aufstieg, Abstieg. Letztendlich ist es ja das Gleiche. Sie wollen auch die Klasse halten. Ja. Wie sehen Sie die Zukunft von Viktoria Aschaffenburg? Glauben Sie, dass das realistisch ist? Ja, also ich glaube schon, dass es realistisch ist. Bloß ist halt so, das ist wie beim TVG, Viktoria und alle außenrum. Wichtig ist, einen Sponsor zu finden. Weil mit der Zuschauer allein kann keiner mehr heutzutage. Es ist ja, früher waren es 11 Freunde. Jetzt spricht man ja also nichts Negatives, bei der Viktoria auch 4 Sprachen. Oder, ne? Es ist halt so, dass man dann Sponsoren dazu braucht. Und der ist überall, sind die so schwach gesät, dass das mit dem Grund ist, dass man da auf die Dauer, gut, die Jugendarbeit ist okay, aber es ist halt so, kaum ist ein guter Spieler da, wechselt er natürlich in die Bundesliga oder in anderen Clubs. Und deswegen wird immer wieder, kann man sich nicht wie früher, wo der Felix Magath hat gespielt halt, oder auch Rudi Bommer, oder das waren Spieler, oder Peter Löhr, die alle Bundesligaspieler sind. Es kommt schon hier aus der Region, kommen ja viel gute Talente raus, egal in was für Sportart. Sie haben jetzt beide schon mal auch zum Beispiel das Ringen angesprochen oder auch andere Sportarten. Zum Beispiel Volleyball ist bei uns groß, Turnen gibt es auch hier in Hößbach oder auch Basketball. Wie sehen Sie generell die Region Bayerischer Untermain in Sachen Sport? Ich finde, dass es hier gute Möglichkeiten gibt für Sportvereine, ob das Halle sind, ob das die Fußballplätze sind, die sind halt alle Rasenplätze und es gibt schon viele Möglichkeiten. Für mich ist halt die Jugend dahin zu bringen, weil halt das Ganze, also meine Aufsicht immer, Computer, Handy und was für Spiele das alle gibt, die tun ja zu Hause ihre Nationalmannschaft zusammenstellen und das ist das, was ich halt auch zu finden, dass man die Jugendlichen wieder hinbringt zum Sport und da auch den Erfolg sieht dann. Herr Karrer, vielleicht abschließend, wenn Sie sich jetzt für 2016 was wünschen dürfen, für den Sport bei uns in der Region, was wäre das? Was sind Ihre guten Wünsche für die Zukunft? Sportlich. Ja. Ja. Das braucht man nicht viel zu fragen. Das wäre natürlich eine tolle Sache, wenn der TVG einen vorderen Platz in der Tabelle noch erreichen könnte. Vor allen Dingen wünsche ich dann dem Heiko sehr viel gutes Händchen, viel Glück dabei bei seiner Arbeit. Und dass die Jungen so bei der Stange bleiben, wie sie das im Moment tun. Und dann sehe ich für den TVG wirklich nicht schwarz. Da habe ich also bin ich also sehr, sehr positiv. Das Gleiche wünschen wir natürlich auch Viktoria Aschaffenburg, dass es 2016 aufwärts geht. Ja, ich wünsche vor allen Dingen allen Sportlern hier im Umkreis oder überhaupt, dass sie verletzungsfrei sind. Das ist sehr wichtig. Da sieht schon wieder alles ein bisschen anders aus, wenn man auf Leistungsreihe, wie man vorhin beim Handball auch, wenn du auf Leistungsreihe verzichten musst. Und da wird es schon ein bisschen enger alles. Meine. Also nur verletzungsfrei die Leute mit Ruhe arbeiten lassen. Und da klappt es und da tun wir den Klassenerhalt schaffen. Das hoffen wir natürlich für den ganzen Sport in unserer Region, dass 2016 ein gutes Jahr wird. Liebe Zuschauer, das war's mit Abi Angriff. Nicht nur für heute, sondern auch für dieses Jahr. Ich darf mich bei Ihnen bedanken fürs Zuschauen in den letzten Monaten. Wünsche Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss.